Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play zu Two Point Hospital. Und ja, Freunde, ich hoffe, das Ruckeln haben wir jetzt in den Griff bekommen. Ich habe jetzt ein paar Probeaufnahmen gemacht, da war alles gut. Ich habe keine Ahnung, woran das lag. Ich habe letztes Mal auch alle Folgen am Stück aufgenommen und trotzdem in der letzten Folge waren auf einmal Standbilder da. Ich habe es zu spät gesehen, konnte nicht mehr reagieren, außer die Folge nicht hochzuladen oder offline zu nehmen. Dann hätte euch natürlich was gefehlt und das wollte ich auch nicht. Jetzt haben wir halt ein verruckeltes Semi-Video, wie auch immer. Es tut mir sehr leid, aber da müssen wir jetzt durch, ne? Ihr habt es euch ja angeschaut anscheinend und ich habe nicht so böse Kommentare bekommen. Anscheinend war es jetzt nicht so schlimm, aber mich ärgert natürlich sowas trotzdem. So, wir machen hier auf hohes Tempo, denn wir haben hier noch einiges zu tun. Wir müssen 30 Patienten heilen. Das sollten wir hinkriegen. Wir werden, was ich mir überlegt habe, noch ein paar Arztpraxen bauen. Wir gucken mal. Wo warten denn die Leute am meisten? Du willst zur Erleuchtung, okay, oder? Ne, du musst noch zur Arztpraxis. Also ich denke, so noch eine Arztpraxis könnten wir machen, wenn ich mir das angucke. Da muss der Apotheke. Er sucht nach Arbeit. Ja, das ist ja unserer. Aber so eine Arztpraxis sollten wir noch machen, denke ich. Denn wir müssen ja auch unseren Krankenhauswert noch steigern. Deswegen, Arztpraxis, machen wir hier hinten noch eine hin. Und wir machen sie klein. So, weil das reicht. Ja, haben wir ja gemerkt, dass es vollkommen reicht. So, wie war das wieder? Jetzt habe ich eine Woche nicht gespielt. Ja. Das kam mir ziemlich lang vor tatsächlich mit dem Spiel. Denn man will doch weitermachen, aber ich will mich nicht spoilern. Das ist so ein kleines Problem, was ich dabei habe. Ne? Deswegen haben wir das gelassen. Oder habe ich das so gelassen? So, Pflanze. Ne? Das bleibt. Und noch so ein Poster der Erleuchtung. Ne? So. Zum Glück. Oh, nein. Zum Glück gibt es kein Poster von WC-Warzen. Ich weiß nicht. So. Okay. Gut. Gesundheitsinspektor. Besucht Aspar. Oh. Oh, das habe ich gar nicht mitbekommen. Okay, jetzt guckt dein Müll. Ja, gut. Kollege Schnürschuh, ich hoffe, du machst keinen Quatsch, ne? Oh, jetzt ist er. Wieso schaut er in die Mülleimer? Was soll denn da drin sein? Was sucht er denn da drin, Leute? Ja, wieder Arztpraxis, wo kein Arzt ist. Aber er macht Daumen hoch. Ihm scheint es ganz gut zu gefallen. Ja, Daumen hoch, Daumen hoch. Ja, Leute. Da auch zwei Daumen hoch. So muss das sein. So und nicht anders. Mal sehen, wie wir abschneiden. Jetzt geht er auf jeden Fall. Ich bin sehr gespannt. Ich habe immer noch ein Auge auf das Aufnahmeprogramm, aber es scheint echt flüssig zu laufen. Ich hoffe, das bleibt jetzt so, Leute. So. Zu viele Hausmeister gerade nichts zu tun haben. Ja, ich weiß, die haben wir letztes Mal eingestellt. Wegen dem Krankenhauswert. Um den zweiten Stern zu kriegen. Jetzt brauchen wir natürlich noch einen Stern. Das könnte schwierig werden. So, die wollen befördert werden. Nachwuchsassistentin. Zum nächsten Rang. Ja. Ja, komm, befördern. Ja, das haben wir letzte Folge mitbekommen, dass unser erster Patient gestorben ist. Wenn Patienten können sterben, wenn eine Behandlung nicht anschlägt oder wenn sie zu lange warten müssen und sich ihre Gesundheitszustand verschlechtert. Ihr Gesundheitszustand, ja. Der Tod eines Patienten ist schlecht für den Ruf des Krankenhauses, ja. Wir haben es lang ohne Tote geschafft, aber dann kam so eine kleine Epidemie, letzte Folge. Außerdem kann es passieren, dass der Geist, ja, deswegen haben wir ja unsere Spezial Hausmeister, ne, wo die Geisterjäger sind. So, Notfall in der Station. Ach du. Einige Stationspatienten wurden hilflos zurückgelassen, nachdem ein Krankenhaus von Bungle Meditech implodiert und hoffen. Was implodierte? Und hoffen nur auf weitere Behandlung. Sollten wir sehr erfolgreich werden, winken uns eine Belohnung. Ja, fünf Patienten. Ja, wir haben ja zehn. Ja, komm. Und komm, du wirst auch befördert. So, jetzt Notfall, Notfall. Hä? Ach, da im Gange. Moment.
Ja, ich hoffe, dass die das hinkriegen, ne? Fünf Stück, Moment, da machen wir mal Objekte. Halt mal, nein, nein, nein. Moment, Moment. Station, wie bearbeiten? Hier bearbeiten. So, wir brauchen noch ein paar Betten. Leute, Betten sind hier was Gutes. So. Okay, kommt rein. Jetzt haben wir hier natürlich alles zugeklatscht. Aber wir machen jetzt einfach so, wie so ein Armeekrankenhaus, würde ich sagen. Zack, in den Gang noch rein. Aber das sollte hoffentlich reichen. Jetzt nehme ich noch fünf pa weitere Patienten. Oh, jetzt sind die rausgeflogen natürlich. Ja. 90 Tage ist nicht viel Zeit, ne? Und die, was haben die überhaupt? Was habt ihr? Bettengesicht. Achso, das altbekannte Bettengesicht. Aber ich denke. Na, jetzt müssen wir es anstehen, weil wir eine Umkleide haben. Aber das sollte doch funktionieren, Leute, oder? Ich hoffe es. Ich hoffe es. Ich hoffe es. Oder? Ab ins Bettchen. Jawohl. Ah, unsere Schwester kümmert sich darum. Das wird schon so. Ja, wir haben Toiletten. Wir haben Toiletten. VIP, okay. So, hier sind unsere Toiletten. Der Hausmeister sagt alles okay. Ja, auch Daumen hoch, auch Daumen hoch. Jawohl. Wir könnten hier natürlich noch einen Arzt einstellen, ne? So, dich hier. Hat nur Stroh im Kopf. Backwaren rufen bei ihm Schamgefühl hervor. Ja gut, jeder hat seine Probleme mit sich zu tragen, ne? So, Objekte. Ey, ach so. Tja, machen wir mal alle auf. Wer ist denn Arzt des Jahres, haben wir? Wen haben wir denn? Jesse Korruption, kann das sein? Und Krankenpfleger haben wir auch und Arbeitgeber des Jahres, ne? Das soll noch einmal mal sagen in einem schlechter Chef, ne? War in der letzten Folge gestanden. Unzufriedenheit von meinen Leuten angeblich. So, was bauen wir aber noch an Zimmern, Leute? Ich kann ja nicht mehr viel bauen. Ich baue hier mal noch eine allgemeine Diagnose hin. Dann machen wir es so, dass es gerade abschließt. So. An die Wand. An die Wand. Das ist ein Aktenschrank. Fenster. Natürlich. So hier. Feuerlöscher, da ist ein Gerät drin, also kann es brennen. Rein damit. Pflanzen, elementar wichtig, ihr wisst das. Unser geiles Erleuchtungsbild. Ja, den Rest müssen wir wieder freischalten, ne? Aber wir haben es jetzt fast geschafft. Wenn wir jetzt noch einen Arzt einstellen, vielleicht reicht das schon, dass wir das zumindest haben hier. Der Junge von nebenan, ja, es hört sich nett an. Ein geborener Mentor. Aber er ist garstig, ja, gut. Und er wollte den Admiral werden, ja. Dann kann er ein bisschen die Patienten anschreien. Jetzt ist es gar nicht gestiegen. Das finde ich frech. Das finde ich frech. Dann mache ich nämlich die Toiletten jetzt einfach mal größer. Hey. Dann fliegen jetzt alle raus, wo hier gerade ihre Sitzung machen. Kann ich das jetzt einfach hier ansetzen? Ja, das geht sogar. Wenn ich das jetzt so groß mache, ne? Und dann neue Toiletten hier noch rein. Am besten andersrum, sonst wird es schwierig mit dem Draufsitzen. Haben wir hier eine Pflanze drin eigentlich? Leute, das kann jetzt nicht euer Ernst sein. Wir haben hier keine Pflanze drin gehabt. Das ist ja kein Wunder, wenn das nicht funktioniert hier. So. Haben wir noch irgendwas? Ne, dann machen wir kein Poster rein, aber wir machen mal okay. Warum ist es jetzt wieder so weit gest. Ja. Es ist so weit runtergegangen wieder. Wieso? Wieso ist das jetzt wieder nicht kostendeckend? Oh oh. Oh oh. Haben wir irgendwo da? Ja, bin ich gerade dabei. Übersicht. Okay. Okay, Ausgaben, Einnahmen. Also momentan machen wir doch Plus. Oder sehe ich das falsch? Natürlich haben wir sehr viel Personal, ne?
Vielleicht müssen wir mal den einen oder anderen gehen lassen. Wir gucken mal, 141, aber es geht wirklich runter. Okay, Moment, Moment. So, was machst denn du? Na, du gehst wieder. Wir haben wir zwar gerade eingestellt, aber... Sollten wir vielleicht feuern. So, haben wir jetzt wieder Plus. Ist natürlich blöd gelaufen jetzt für ihn, ne? Dass unsere Kohle nicht reicht. So, vorhin hat es geheißen, so viel Hausmeister. Ist doch ein 4-Sterne-Hausmeister. Was haben wir noch? Was bist du? Nur ein 3-Sterne. Also gehst du auch. Tja. Das ist nicht so gut, ne? Jetzt müssen wir Leute entlassen. Aber es geht immer noch runter, oder? Haben wir zu wenig... Wir haben auch keine Patienten gerade. Das ist das Problem. Oh, das war jetzt auch ein ganz heftiges Standbild. Ganz kurz, aber okay. Ich hoffe, ich schaue wieder besorgt auf die Aufnahme. Es scheint aber zu laufen. Aber unser Geld geht wird weniger. Was soll denn das? Okay. Okay, was soll man das machen? Ist mir aber auch gerade egal, weil ich will hier... Wir machen doch Geld. Achso, das wird... Ich war wieder falsch rum. Wir machen doch Gewinn. Ich hätte die gar nicht rausschmeißen müssen. Mann, das geht doch nach unten. Ich Noob. Aber okay, so ist das eben, Leute. Das wird sich wohl nie ändern, Freunde. Nie, nie, nie. So, was ist das hier? Zurück zur Karte? Nein, will ich doch gar nicht. Ist okay, fortfahren. Oh. Weil wir weiterspielen können. Im nächsten Level wäre das gegangen. So. Gut, was ist mit dir? Behandlung fehlgeschlagen mit WC-Vasen. Ja, aber du lebst weiter. Weight Checker. Ja, es ist nicht so, dass du jetzt drauf gehst, deswegen. Du kannst weiterleben. Gut, wie sieht's denn aus? Wir müssen noch ein bisschen Geld machen. Wir müssen unseren Wert verbessern. Ich würde sagen, wenn wir das Geld haben, baue ich da noch irgendein großes Zimmer hin, was uns hoffentlich dann Geld bringt. Ich weiß nicht, wir waren vorhin kurz vor den 57.000, auf einmal ist es wieder runtergegangen. Warum auch immer. Was ist denn eigentlich, kann man das upgraden? Ne, das kann man aufheben und... Delix Entläufe reparieren. Nee, ich kann es aber bestimmt später upgraden. Upgraden. Den Reiter Visualisierung. Jetzt muss ich doch mal gucken. Wo ist denn das? Wo? Ist das hier? Nein. Das ist Charaktere. Wo ist das? Oder ist es das Ganze hier? Wahrscheinlich, ne? Durst. Ja. Die haben Durst, die Leute. Aber da drin gibt es unsere Angestellten. Hier unten was für die. Da oben ist noch was zu trinken. Ne, ist ein Snackautomat. Könnten wir vielleicht noch was zu trinken hinstellen hier oben tatsächlich. Ja, Moment. Objekte. Getränkeautomat. Einmal drehen. Falsche Richtung. So. Okay. Haben wir das auch. So, die Kohle haben wir gleich da. Dann, wir könnten hier noch ein bisschen einen Wartebereich machen, noch ein paar Bänke hinsetzen. Würde ich ganz smart finden, glaube ich, so. Zack. Hier oben haben wir eigentlich Bänke, aber wir können noch ein paar. So, hier hin. So, hier wird es wahrscheinlich... Wohl mit einer... Man kann sie setzen, also kommen die Leute durch, ne? Jetzt gehe ich jetzt einfach mal davon aus. So. Jetzt können sie überall schön warten auf die Leute, auf die Ärzte. So. Und ich würde sagen, oh nee, wir müssen hier noch ein Zimmer machen. Dann machen wir hier noch einen Wartebereich. Moment, dann machen wir hier noch einen Wartebereich. Noch ein paar Bänke. Ja, drehen. Zack, 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 zack. Und hier gegenüber brauchen wir noch einen Salz-Snack-Automat. Klar, dann kriegen sie Durst. Und ein Getränkeautomat daneben. So. Okay. Haben wir hier auch noch. Haben wir noch Broschürenständer oder so? Ja, haben wir hier auch noch. Können wir ja hier reinstellen. So, haben sie ja auch noch was zu lesen. So, unsere
Geld haben wir gleich da. Das heißt, ich baue jetzt mal noch ein Zimmer. Was bauen wir denn? Noch so Entleuchtung? Ja, komm, wir bauen noch eine Entleuchtung hier hin. Und hoffen einfach, dass das dann die nötigen Punkte bringt. So. Stellen wir davor, so. Aber natürlich nicht ohne Fenster und so. Wir müssen natürlich jetzt auch ein bisschen protzen hier, aber wir haben halt noch nicht viel zum Protzen. Das ist das Problem. Ich muss mal, wenn das jetzt nicht funktioniert, werde ich mal Sachen freischalten. Ja, hier passt doch das Poster perfekt. So, Stufe 3 und jetzt go. Okay, das geht trotzdem nicht hoch. Gut, das ist jetzt natürlich ein bisschen ärgerlich. Wieso? Nein, nicht schließen, öffnen. Wieso kriegen wir den Krankenhauswert nicht hoch? Ja, Preise, ja gut, da kann ich natürlich sagen, das alles geht hoch und so, aber das macht ja unseren Krankenhauswert nicht besser. Ich könnte noch eine Apotheke hier reinquetschen, Leute. Und dann hoffen, dass das... Ja, könnte ich nicht, weil ich erst das hier bearbeiten muss. Denn, Leute, die Tür sitzt falsch. Oh, jetzt muss das Fenster natürlich weiter hier rüber. Dann muss das hier rüber. Dann ist das okay. Und ich baue jetzt noch in dieser Folge eine Apotheke. Ansonsten werden wir in den nächsten Folgen einfach weitergehen. Und mal schauen, woran das liegt. Und ich weiß nicht, vielleicht schaue ich auch mal privat einfach nach. Jetzt mal einfach auf okay. Jetzt ist es wieder bei 603, aber Naja, wie auch immer, Leute. Ich würde sagen, das war's für diese Folge. Nächste Folge gehen wir einfach mal ins andere Krankenhaus. Wenn ihr wisst, woran es liegt, schreibt mir in die Kommentare. Viel mehr kann ich hier nicht reinbauen, auf jeden Fall. Da schwankt auch der Wert von unserem Krankenhaus. Vielleicht ist es wirklich, wie viel wir heilen. Vielleicht muss ich einfach nur warten. Ich weiß es nicht. Ihr könnt es mir ja mal in die Kommentare schreiben. Wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend, Mittag oder Morgen, wann auch immer ihr das Video schaut. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.